94 haben wir, genau. Dieses eine Level da oben, ne? Hat mich letztes Mal schon ein bisschen getriggert, aber rein theoretisch soll es eigentlich machbar sein, die 100 Mützen da zu holen. Ich kann auch machen, dass ich nicht alle 120 hole. Und einfach in jedes Level ein paar hole. Und dann einfach den Endboss mache. Das können wir auch machen. Also hier unten waren wir ja überall. Man braucht gar nicht alle 120 holen, ne? Dann geh mal hier rein, ein bisschen. Rolle den Käfig. Achso, ich bin jetzt reingegangen, wo das Ding sich bewegt. Na super. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Autsch, 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 autsch. Ich bin zu klein, ich bin zu klein. Warte. Ich ändere das gleich. Ich muss mich größer machen. So, guck mal. So. Warte mal, nee, ich mach das so. Ich mach das so. Ich mach das so. So ist schön. Genau. Hier werden die 100 Münzen eigentlich auch schön, aber ich hole nicht alle 120 Sterne. Sonst zieht sich das ein bisschen, glaube ich. Wir haben schon die meisten. Und ich will ja auch andere Spiele noch spielen, ne? Na komm, wir holen zuerst den Stern hier. Läuft das Ding? Ich seh's nicht. Nein, nein, nein! Okay. Das war's. So. Maus weg. Rolle den Käfig. Bam, 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 bam. Aua. Bunny, danke für den Raido. Oh, du bist so ein bisschen eine Süße. Shoutout at Bunny. Shoutout. Für Fortnite. Was ist das denn? Für Fortnite. Hallöchen, ihr Süßen. Bubble Wade. Hallöchen an Mino, Zuki. Mino, Zuki, Wanni, Zuki, Mino. Hallöchen. Guck doch mal, Wanni. Ja, ein bisschen Mario 64 noch. Das Spiel will ich ja langsam fertig bekommen. Ich habe mir gedacht, ich hole doch nicht alle 120, sondern einfach nur so ein paar von jedem Level, das reicht mir. Und dann beenden wir das Spiel. Ja. Und was macht ihr noch so Schönes heute? Mann. Wie kann ich denn da zwischen diesen dünnen Schlitz fallen? Das geht doch gar nicht. Oh Gott. Nein. Okay. Das Ding ist auf. Das Ding geht. Oh Gott. Nein. Das Feuer hier ist richtig böse, muss ich sagen. Ganz schön böse. Böses Feuer. Okay, ich will einfach nur weit genug wegstehen von Feuer. Dann kommt es auch nicht. Die warten auf den Zeiger und holen den Stern beim Zeiger. Ich muss zum Zeiger Eingang. So. Gott. Nein! Das gibt's doch nicht. Man kann den Stern auch anders holen, mal von oben runterspringen. Ich hatte in Rocket League gerade eine wunderschöne Rule One. Das macht nicht alle. Hä? Verstehe ich nicht. Ich spiele kein Rocket League. Wir gehen rein, wenn das Ding steht. Es ist mir ungefährlicher. So. Hm.
So, ganz. So kann man ganz nach oben ganz gechillt kommen. Wenn gar nichts hier sich bewegt. Und der Stern, der ist rein theoretisch da vorne. Den ich gerade eben gesehen, den ich holen wollte eigentlich. Man kann ihn noch von hier holen. Na, ein bisschen schwer. Upsa. Ein bisschen schwer. Aber wir holen den. Willst du mich ver... Alter, wie ist denn das passiert jetzt? Nein. Hä? Ich schaffe ja gar nichts heute. Na, jetzt bewegt sich's wieder. Egal. Also wie ihr seht, ich bin die Profikatze am Werk. Komm, 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 komm. Dankeschön. Aber das brechen die meisten einfach nur. Ach, Rule One ist, wenn sich zwei Wagen aneinander festfahren und dann müssen die so lange aneinander stehen bleiben, bis sie angefahren werden, also befreit und ein Tor geschossen wird. Hm, okay. Ja, nice, dass du es geschafft hast. Ach, komm schon. Hört sich doch nice an. Da kommt Mr. Zeiger. Mr. Zeiger müssen wir warten. Da oben ist noch ein Sternchen. Da ist ein Sternchen. Da ist ein Sternchen. Guck mal hier. Da, da und da und da oben ist ein Stern. Viel in meiner Reichweite. In der Sichtweite so gesehen. Aber bis jetzt noch kein Glück gehabt. Alter, der Zeiger ist so langsam, ne? Aber vielleicht auch besser so. Ich halte meine Rule One immer, aber naja, ist halt keine offizielle Regel, deswegen halten es die meisten nicht. Ah, okay. So, perfekt. Jetzt ganz vorsichtig nach vorne. Und hier warten, bis wir vorne angekommen sind. Ah, so lang machen wir auch nicht mehr. Ein bisschen strecken. Huchchen, 6 Nachrichten. Im Discord. So, da sind wir gleich da. Da vorne ist der Stern. Wir dürfen nur nicht runterspringen. Oh, zum Glück, ich dachte schon. Okay, wir holen den Stern nicht. Der ist mir ungeheuer. Der mag mich nicht, das Sternchen. Wir holen ganz oben den Stern. Wir holen die 8 roten Münzen. Hat so entschieden. Wenigstens das sollten wir hinbekommen. So schlecht. Das kann sich doch keiner geben hier. Das ist aber einfach, wenn das Ding steht. Hier machen wir was anderes. Alter, ne? Wie kann man hier so oft runterfallen? Aber es ist komisch, dass Rule One keine Regel ist, weil es heißt ja so, ne? Es heißt ja so. Kannst du bitte... Was geht jetzt ab? Dankeschön. So. Hier ganz vorsichtig. Oh Gott. Das fand ich vorsichtig. Aber es ging. Okay, diese holen. Diese schaffen. Okay, ja. Ich habe einen Stern geholt. Ja, ich habe einen Stern geholt. Ein Sternchen geholt. So, wir holen noch mal ein Sternchen da oben. Darf ich bitte hoch? Dankeschön. Wir warten. Und rein.
Immer wenn der Zeiger oben ist, steht die Zeit, steht so gesehen. Ach genau. Die Zeit steht da still, stimmt ja. Direkt vergessen, was passiert, lol. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe Alzheimer. Ist das von der Playerbase formuliert, die ganze Regel? Ah, okay. Kann es nicht einfach sein, dass Leute das gar nicht kennen mit der Rule One? Dass sie das gar nicht kennen, was das ist? Achte auf das Pendel, Mendel, Schmendel, Kendel. Achte auf das Pendel ganz oben. Da sind so zwei Pendeln mit einem Weg rüber. Aber die Pendeln sind da quasi aus. Heißt, da passiert gar nichts. Oh Gott. Ach, wir können auch jetzt die roten Münzen holen. Rote Münzen. 1, 2, 3. Okay. Na komm schon. Mach Gena, genau. Ist das von der Playerbase? Genau, okay, ist alles klar. Ach man, was ist mit mir los? Auf dem Rang, wo ich spiele, kennt jeder das. Fast nie, ja, das glaube ich nicht. Okay, warte mal, ich versuch mal den hier, ja. Ich versuch mal den hier. Okay, so geht's, so geht's. Ganz easy peasy, lemon squeezy. Na, warte. Das war nix. Das war eher ein Schuss in den Ofen. Ah, hier. Eins, zwei, noch zwei Stück brauchen wir. Eine ist hier oben. Und die andere sehe ich schon hier. Guck mal, ganz einfach. Ganz einfach geht das hier. Zack. Da haben wir es auch schon. Here we go. Ich finde die 8 roten Münzen. So. Jetzt gehen wir hier rein. Autsch. Autsch. Ach man, komm schon. Okay, wir springen aber so rein, warte. Wir springen einfach so rein, ohne hier Back-Dingsbums. So, hier mal ein paar Sternchen. Sternchen, Sternchen. Reise auf den Regenbögen. Bam, 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 bam. Sehe ich gleich ein. Einfach hier lang. Wenn man hier oben ist, dann geht man einfach hier weiter. Hier sind die 8 roten Münzen, aber ich möchte den Stern ganz oben holen. Ganz ganz oben. Das war nix. Das war überhaupt nichts. Oh, oh. Da bin ich das erste Mal Game Over gegangen, tatsächlich. Aber wenn man so lost ist wie ich, dann passiert das natürlich, ne? Yahoo, Yahoo. Autsch. So. Also es gibt noch die Tic-Tac-Traum, da gibt es noch das Level, das war's eigentlich. An Leveln. Da kommt noch der Big Boss. Ich hole noch den Stern ganz oben. Und dann machen wir, glaube ich, den Boss einfach. Dann beenden wir das Spiel. Danach kommt Banjo-Kazooie natürlich weiter.
Ja, mal gucken, ob ich das auch kann. Geht nicht. Warte, warte, warte. Ah, fast. Na komm. Na komm. Ja, guck mal. Aber ich bin nicht durchgekommen, egal. Egal, egal, egal. Geht doch ohne. Man muss nicht immer überall durchkommen, ne? Ich bin in Rocket League Diamond. Wer da wohl One nicht kennt, ist medieninkompetent. Oder spielt das Spiel einfach nur und das alles andere interessiert ihn nicht, ne? Das gibt's ja auch. Fragst mich die ganze Zeit, was du spielen sollst. Dabei kannst du doch Rocket League zocken die ganze Zeit, ne? Du kannst ja Rocket League zocken. Alter. Doch, das kommt man sogar kurz. Nein, nur Spaß. Man geht da rein. Man wird so eingerankt und ist direkt Diamond. Natürlich nicht, ich weiß schon. Rocket League fängt irgendwann auch an zu wagen. Ja, stimmt allerdings. Stimmt, ja, stimmt. Oh, oh Gott, so knapp. Dafür geht man hier drauf, geht ohne 102. Als Kind habe ich das so easy geschafft hier immer. Aber als Kind habe ich das Spiel auch gesuchtet, wie Sau. Aber du kannst dich auf Rocket League runterladen. Mal gucken, wie weit du kommst. Nee, auf Rocket League habe ich echt keinen Bock. Autos, die den Ball hinterher rennen. Also, come on. Ich meine, ich gucke ja nicht mal in Real Fußball. Als Kind bin ich auch hier mal rübergesprungen. Jetzt traue ich mich. Shit. Jetzt weiß ich, warum ich da mal rübergesprungen bin. Ich auch nicht, und Rocket League ist was anderes als Fußball. Tore, zwei Tore, ein Ball. Und die Spieler sind Autos. Ich weiß schon, was du meinst. Natürlich ist es nicht so wie reales Fußball. Ich troll dich doch nur, Fußballfi. Guck mal, hier hat man 468 Grad Drehung. Oh Gott. Ich höre nur Mimimi. Mimimi. Ja. So, dann muss ich wieder einen Twitter-Post machen. Dann muss ich das Video hochladen auf YouTube. Wir gehen rechts lang. Ist gefährlicher. Oh Gott, komm her. Warte auf mich, warte auf mich. Oh Gott, gerade noch so geschafft. Oh ja. Da ist oben ein Stern, den holen wir uns. Und dann denke ich, machen wir den Endboss. Und dann ist Mario Party beendet. Da vorne ist ein Stern, da oben ist ein Stern. Und dann war es das für heute nach dem Endboss. Hier darf man sich nicht treffen lassen vom Feuer, also das würde fatal enden. So, wir müssen noch weiterfahren. Warum haben sie diese Kamera nicht überall eingefügt, dass man so 360 Grad drehen kann?
In jedem Level. So, ganz schnell drauf, sonst verschwindet der Teppich. Aber Zeit geht er nämlich weg. Und das wäre hier fatalos malos. So, hier darf man sich jetzt nicht treffen lassen. Das Problem ist, er kommt genau da, wenn ich draufstehe. Super Timing. Und wieder drauf. Und wir sind gleich beim Sternchen. Ja. Here we go. Sehr schön, Leute. Ab zum Bossi-Mossi. Natürlich kann ich einfach nur hochgehen, weil wir 70 Sterne haben. Ich bin 70 Sterne ein bisschen wenig. Ich hätte 100 machen können eigentlich mit dem letzten Boss. Oder will ich es 90 statt nur 70? Weil 70 sind schon sehr wenig Sterne, muss man sagen. Von 120 für den Endboss. Aber naja. Als Kind hat man das Spiel sowieso... Hat man das Spiel sowieso dauerhaft gesuchtet. Mamma mia. Upsi. So, zack. Zack. So, mal gucken. Wie wir das hier schaffen. Ich glaube, hier kann man rüberspringen, ne? Oh, nee, nicht hier. Das war nicht hier. Das war nicht hier. Das war woanders. Ach, Menschen, das Kind an dem Mol. Aber zum Glück nicht runtergefallen. So, ab zum Boss, ab zum Boss. Hier kann man auch einen Trickshot machen. Einfach so, zack. Super Trickshot, ne? Richtig krass. Also war das schlecht. Also hier glaube ich umdrehen und dann kann man hier rüber springen, ne? So war das. Genau. Abkürzung. Und dann kann man da vorne irgendwo hochspringen direkt schon. Das nutzen wir natürlich alles aus. Nur schaffen, hier hochzukommen und an dem Ding festhalten. Okay, nicht geschafft, egal. Wir gehen normal hoch. Lass doch mal wieder einen Schuss in den Ofen. Ach genau, genau. Nein, wir haben es vergessen. Manni! Manni, wir haben es vergessen. Meine Nachrichten können nicht geladen werden. Ach. Ich muss auch kurz Discord neu starten. Ich muss den mal schnell anschreiben, die Manni, Manni. Na komm, da komm, da komm, da komm. Ach, du bist da. Wir haben was vergessen, Vanni, Vanni. Wir haben was vergessen. Ja, wir haben es vergessen. Nein, nein. Machen wir Samstag, genau, genau, genau. Ach, Mann. Wir waren einfach so aufgeregt, dass wir das nicht gemacht haben.
Ach Mann, ach Mann. Ja. Ist doch nicht so schlimm, ist ja nicht so schlimm, ne? Was machst denn du jetzt schönes, Wanni? Geht's was zum Futtern? Ne, Wolf, das werden wir natürlich nicht sagen. Das werdest du am Samstag sehen. Am Samstag, genau. Wir haben es ganz vergessen anzukündigen. Jesu Foot. Oh, voll daneben, voll daneben. Das ist geheim. Noch ist es geheim. Es ist nicht wirklich geheim, aber wir wollen es halt so ankündigen. Ne? Wir möchten es halt so ankündigen. Autsch. Ach Mann, was mach ich denn da? So treffe ich doch niemals die Bombe. Komm her. Oh Gott. Komm her, Bowser. Ich mach dich kaputt. Ey, ne, ich hab den, glaube ich, jetzt gerade nicht. Alter, ich bin gerade so schlecht im Werfen, ne? Da war eine Münze. Münzi, 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 Münzi. Okay, nix, Münzi. Alter, hat einfach Bowser so viel gegessen, dass er so eine Stampfattacke drauf hat. Willst du mich verarschen? Wieso treffe ich die Bombe nicht? Oh Gott, 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 oh Gott. Oh Gott, ich bin nicht tot. Wie kann man bei dem Bowser-Fight so abkacken? Wie ich jetzt. Also... Langsam wird's lächerlich, was ich abliefer, ne? Ach man. Nochmal, nochmal. Zum Glück habe ich noch ein extra Leben. Und hier ist noch eins. Das hole ich mir ganz schnell. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nicht runterfallen. Oh, nee. Aber jetzt schaffen wir den, jetzt schaffen wir den. Gut, ist immer gut. Das Essen mache ich mir auch gleich irgendwas. Ich habe mich auch Hungi. Hungi, Schmungi, Hungi, Schmungi. Okay, bisschen vorlegen. Ein bisschen vorlegen, ne? Da geht's einfacher. Da muss man nur so zack, zack und dann. Genau, ein bisschen vorlegen. Vorlegen. Außer Camp Cage und nur, warte. Nur weil das Spiel heißt, dass nicht das etwas zu spielen haben, oder? Achso. Außer Camp Cage und nur weil ich viele Spieler peise, dass du etwas zu spielen hast. Hört sich traurig an, Wolfi, ne? Naja. Noch hast du ja Dark Souls 1 bis 3 vor dir, ne? Das kannst du nicht ausstechen, du kannst...
Also, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich kann nicht mal mehr reden. So perplex bin ich hier. Nicht mal mehr reden kann ich. Ich gehe da. Heilung. Da hinten. Hier ist eine Heilung. LOL, was? Was war das für ein Trickshot? LOL. Okay, ich verrecke. Ich bin tot, ich bin tot. Ich bin schon wieder tot. Hundertprozentig. Dankeschön. So, jetzt macht Bowser ernst, natürlich. Macht Bowser ernst. Nein! Oh Gott. Jetzt ist meine Chance zu beenden. Ja, wir haben's. Ich habe Bowser besiegt, ich bin der Beste. Muss hinlaufen, genau. Speed One. Okay, damit ist Super Mario 64 durchgespielt. Er hat First 2 geschafft, ja. Nexa mit Hallöchen, wie geht's dir, Nadu? Nadu? Danke für die Headpads. Danke. Nadu? Und wir haben es durchgespielt. Ja, ich habe jetzt nicht alle Sterne geholt, weil... Jo, es reicht. Es reicht. Oh, meine Maus. Weg damit. Genau. Ich mobbe meinen 40 Kilogramm Handmuskeltrainer. Ach so. Du hast einen 40 Kilogramm Hantel. Alter, du bist ja richtig stark. Ich glaube, ich könnte nicht mal 20 hochheben. Mit meinen Armen. Guck mal, meine Arme hier, die sind ja nur Sticks. Keine Muskeln, nein. Komplett feminin. Ach, keine Handel. Handmuskel, was ist eine Handmuskeltrainer? Ach, dieses Ding da, dieses zum Zusammendrücken oder was? Dieses Ding, was du so zusammendrückst. Ah, okay. Ja gut, also da kann ich sogar 100 Kilogramm, weil ich habe starke Finger. Und alles dank deiner Hilfe. Vielen Dank, Mario. Wir haben eine Überraschung für dich. Weißt du, der Typ, der besiegt Bowser dreimal, der rennt durch die ganzen Dinger, stirbt 50 Mal gefühlt. Und alles, was er bekommt, ist ein Kuss auf die Nase. Trinken! Nun, da muss ich mir was holen gleich. Für Mario. Danke für die Zuschauerattacke. Mario. So, Mario ist fertig. Frage ist jetzt halt. Jetzt kam mir gerade ein Examen rein, ne? Da kann ich ja jetzt nicht aufhören direkt, sondern wir machen noch ein bisschen Banjo-Kazooie.